Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Incubation The Wilderness Missions. Die zweite offizielle Kampagne dieses Spiels. Und wir haben als nächstes die Mission Batterien gesucht, Römisch 1, vor uns. Die brauchen wir, um unser Funkgerät wieder in Gang zu kriegen, damit wir mit unserer Sternenbasis Kontakt aufnehmen können. Und zuerst schauen wir aber nochmal im alten Fort vorbei, was wir da so an Sachen kriegen. Wir haben 80 Equipment-Punkte momentan übrig, die wir investieren können. Und ich denke, wir investieren das in ein Ammo-Pack. Und am besten in ein Ammo-Pack für Austin, denn diese Waffen haben 15 Schuss Munition, machen relativ viel Schaden. Und gucken wir mal ganz kurz. Ich denke, da haben wir was von. Also, wenn wir jetzt dieses Item kaufen, dann lohnt sich das für Austin am ehesten, denn ich, also sagen wir mal so, ich zeige euch mal kurz, was ich vorhabe in etwa mit meinem Platoon. Wir gehen nochmal gerade in das alte vor. Wir haben zwei Marines mit leichten Waffen aktuell. Und wir haben zwei Marines, die sich noch auf keine Waffe spezialisiert haben. Eine Waffe wird auf jeden Fall ein Kampflasergeschütz sein. Das kriegt entweder Nox oder Rock. Das brauchen wir nämlich, weil wir damit gegnerische Skager paralysieren können. Das ist zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn man mal gegen solche großen oder schwer zu besiegenden Einheiten kämpft. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Granatwerfer. Und den könnte entweder Brad oder Austin bekommen. Und vielleicht brauchen wir sogar noch einen zweiten. Und wir brauchen auf jeden Fall noch dieses, wie heißt sie nochmal? Rapid Fire Machine Gun. Oder so, glaube ich, heißt das Ding. Also so ein mehrläufiges Maschinengewehr. Und das könnten wir, also das denke ich, das kriegt Brad. Denn da brauchen wir einen Punkt bei leichte Waffen für. Insofern würde sich das anbieten. Und ja, bei Austin und Nox, also einer von denen bekommt dann den Granatwerfer. Vielleicht bekommt Nox also den Laser, weil er noch kein Munitionspäckchen hat. Und die Sache ist halt die, Laser haben unbegrenzt Munition. Insofern wäre das halt recht interessant, wenn wir ihm den Laser geben würden, weil dann haben wir also keine Equipment-Punkte auf ein Ammo-Pack irgendwie verschwendet. Gut, wir haben noch 10 Equipment-Punkte übrig, damit können wir nichts mehr machen. Ich würde sagen, wir gucken uns die Mission an und ich muss noch eins vorne wegnehmen. Ich habe die Mission vorhin schon mal gespielt und ich habe leider vergessen, die Aufnahmegröße bei Fraps vorher richtig einzustellen. Das heißt, ich habe nur auf halber Auflösung aufgenommen. Das sah am Ende halt total scheiße aus und man konnte nichts erkennen. Aber ich bin auch krepiert im letzten Teil und ich werde euch das erklären, warum ich da so abgestunken bin. Und das wird wieder zur Folge haben, dass wir mal zwischendrin in der Mission safen und wahrscheinlich nochmal laden müssen. Denn es gibt insgesamt mehrere Möglichkeiten, diese Mission zu lösen. Also betreten wir erstmal den Ort und dann zeige ich euch, was ich meine. Brad liest hier überhaupt nichts vor. Moment, da müssen wir mal gerade gucken hier. Also. Nochmal. Ach Mist, das ist ja der falsche Ort. Zur Mission wollten wir ja. Okay, warum sagt Brad jetzt nichts? Das ist irgendwie merkwürdig. Bisher hat er das immer gemacht. Okay, ich lese euch einfach vor. Also, schon wieder Hallen. Ein Haufen Kisten, ein Haufen Skager, ein Haufen Ärger. Und alles für ein paar Batterien. Wie gesagt, diese Batterien brauchen wir ja für unser Funkgerät und so weiter. Unser Ziel ist es, alle Felder, die mit A markiert sind, zu erreichen. Und wir verlieren, wenn Simon oder Brad fällt. Okay, gut. Wir haben also Simon wieder dabei. Das ist gut zu wissen. Dann müssen wir schnell sein. Die Skager kommen von überall. Und das kann ich euch gleich auch erzählen, von wo die überall kommen. Und sie brauchen auf einem Feld mit A nicht stehen zu bleiben. Wir müssen einmal drüber rennen, um es zu aktivieren. Gut, weiter. Also, es gibt folgende Möglichkeiten, das Teil zu lösen. Entweder man läuft zuerst hier runter und nimmt dann... Und ich habe das vorhin so gemacht. Ich bin hier runtergelaufen, weil das halt sehr nah war, dieses Feld. Bin dann hier hoch, hab mir die Kisten geholt, das Teil in die Luft gesprengt und bin danach hier hin.
Und dann hatte ich folgendes Problem. Aus diesen Röhren hier kommen nämlich auch Skelche raus. Und da kommen so ungefähr 5 bis 7 Stück pro Runde. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich hatte es auch teilweise, dass mal 8 Skelche pro Runde rausgekommen sind. Und ich habe es nicht mehr geschafft. Das ist, also es ist unmöglich, das zu schaffen, wenn man den Weg zu diesem A über diese Position hier oben nimmt. Und das Problem war, da war ich halt schon in Runde 19 oder so. Und da war eigentlich dann auch nichts mehr zu wollen. Also wäre meine Überlegung folgende: Zuerst dieses A hier zu holen und dann nachher vielleicht hier rüber den Rückzug anzutreten und dann dieses A und dann hier runter und das hier als letztes vielleicht zu holen. Also vielleicht schaffen wir das, denn hier kommen die Skelger nicht in unmittelbarer Nähe, außer halt aus dieser Röhre. Vielleicht kriegen wir das hin, ich weiß es nicht genau. Das Problem ist halt auch, die Skelger kommen raus und können sofort angreifen. Das heißt, in der ursprünglichen Kampagne war es ja so, dass man wenigstens noch eine Runde Zeit hatte, dann noch irgendwie abzuhauen oder näher dran zu laufen und was weiß ich. Und wir müssen auch hier mit unserer Munition aufpassen, weil es eben so unglaublich viele Skaver sind. Also, die Idee ist, vielleicht teilen wir auch unsere Truppe auf. Wir haben ja Simon hier drüben, der hatte eine Advanced Combat Gun, mit dem können wir vielleicht was reißen. Und ich denke, das könnten wir vielleicht schaffen. Das könnten wir vielleicht schaffen. Die Frage ist halt nur, ob wir mit Simon unbedingt hier rüber müssen, um dieses Teil da zu sprengen. Das müssen wir vielleicht gar nicht so dringend. Vielleicht reicht es einfach nur hier, die Skelche auszuschalten und dann dieses A zu holen. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. So, machen wir auf jeden Fall mal den Weg hier drüben mit Brad und mit Nox. Und den anderen Weg hier drüben, den machen wir mit Austin und mit Rock. Ich versuch's mal so rum. Ich hab's vorhin andersrum versucht. Wir gucken mal einfach, dass wir das so schaffen. Also ich speichere mal das Spiel. Ihr seht doch, ich habe noch ein paar Spielstände von vorhin übrig. Na, wenigstens hier funktioniert die Sprachausgabe. Die Frage ist jetzt, ob wir hier dieses Gager schon platt machen müssen. Ich würde eigentlich sagen, wir müssen es nicht unbedingt machen. Ich denke mal, wir laufen mit Brad erstmal hier rüber. Ach Mist, ich sehe den nicht. Kacke. Dann laufen wir hier hin. Und ich denke mal, die Skelger hier lassen wir kommen. Da habe ich jetzt nicht so die mega Angst vor. Nee, das funktioniert nicht mit dem Sound. Ich muss das. Ich habe wahrscheinlich auch gar keinen Waffensound, ne? Mal gucken gerade. Moment. Jetzt geht's. Also das hier ist irgendwie merkwürdig. Also ich habe es ja schon mal gesagt, der Sound bei dem Teil ist ein bisschen verbaut. Wir es nochmal ein bisschen leiser. Komme ich auf den da unten? Ne, komme ich nicht. Okay, dann bleiben wir hier stehen. Ich denke aber mal. Geh mal hier rüber und wir haben ja hier ein bisschen Munition. Du musst den da drüben ausschalten. So. Eins. Eine Attacke, das wird eine zweite. Ah, doch nicht, okay. Okay. Zwei Attacken und den haben wir auch ausgeschaltet. Gut. Das Teil geht jetzt auf, das ist aber nicht so dramatisch, weil die Türen dazu sind. Also das könnten wir schaffen. Ich merke mir mal die Position. Und hier drüben haben wir jetzt momentan freie Bahn. Das ist ja echt sensational. Dann nutzen wir das auch. Und zwar so schnell, wie es irgendwie geht. Die Sache ist, wir könnten mal gucken, ob wir mit Brad vielleicht nochmal hier auf die Position kommen. Dann können wir diesen Skager hier direkt ausschalten. Dann sind wir ein bisschen schneller. Wir müssen halt auf jeden Fall mit Simon hier irgendwie vorbei. Ich denke mal, wir laufen mal hier rüber. So, der ist weg. Der ist auch weg. Und da schießen wir nicht drauf. Den macht der Simon mit dem Bajonett. Ah, Moment, jetzt habe ich aber keine Bewegung mehr mit Simon. Machen wir es nochmal anders. So. Brad schießt mal auf den. Und dann können wir mal hier rüberlaufen. Simon, mach ihn mal weg.
Wir müssen halt irgendwie auch noch an dieses, wir müssen halt irgendwie auch noch an dieses A hier oben dran kommen. Und das wird richtig haarig. Das ist zu dritt nämlich gar nicht so einfach. Haben wir hier unten irgendwelche Skager? Nein, haben wir nicht. Dann geht's mal weiter im Eilmarsch. Zwei Attacken und nochmal eine, oder wie? Ne, gar keine. Das ist gut. Ich denke mal, wir tauschen hier Plätze mit Simon und Nox. Der Nox hat ein Servosystem und ist einfach schneller als Simon. So, Brad versucht also schnell da hochzukommen. Hier kamen jetzt auch keine Skelger raus. Ich glaube, die kommen erst hier raus, wenn man sich dieses A hier oben geholt hat. Also, das muss man halt so ein bisschen ausknobeln. Hier kommen auf jeden Fall schon Skelger raus. Okay, das hat ja ganz gut geklappt. Und dann deckst du mal hier den Rücken. Sehr schön. Mach die Tür auf. Schieß den Skelger weg. Und lauf mal rein. So, hier versuchen wir fix zu sein. Und hier das A holen wir uns mal noch nicht. Versuchen hier stattdessen mal die Skelger rauszulocken über diese Tür. Ist allerdings noch gar keiner drin, glaube ich. Wow. Leute, ich glaube, so funktioniert es wirklich. Wir müssen halt echt schnell sein. Machen wir die Tür auf. So, Brad, du läufst da rein und gehst in den Guard-Modus. Ich weiß noch nicht, ich denke mal, wir bringen mal Nox so langsam in Position, dass wir dann nachher nur noch ein Quadrat einnehmen müssen. Und hier werde ich jetzt nicht über das A laufen, das mache ich auf dem Rückweg. Lauf mal hier hin. Gut. Ja, so funktioniert es nämlich, glaube ich. Okay. Ich meine nämlich wirklich, sobald man sich diese A's holt, dann kommen die Skelger wirklich von überall. Und so haben wir noch eine ganz gute Chance. Simon sprengt das Ding da gleich mal in die Luft. Und ich glaube, dann bleibt Simon einfach hier unten drin. Denn er hat eh nicht so viele Lebenspunkte, etc. Ja, und geh hier hin. Das hat auch gut geklappt. Geht schon mal direkt wieder zurück. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht aus Versehen über dieses A laufen. Allzeit bereit, Sir. Und jetzt Ja. nicht hier. Wie gerufen. Sehr schön. Ja, Leute, das ist krass. Ich hätte es nicht gedacht, aber so läuft's hier. Ganz schön übel. Moment mal, ne, Simon kann nicht hier hin, weil ich will hier mit Brad dran vorbei. Bin da, Sir. Jawohl, Sir. Kein Du läufst Problem. hier rüber, machst hier gleich mal Ja, die Sir. Tür zu. Was gibt's? So, und ich glaube, Austin bunkert sich hier mal ein. Ich meine, die Sache ist auch die, wir müssen hier nicht unbedingt, viele von diesen Wraithern abknallen, denn das bringt uns zwar natürlich Kills in der Statistik, aber wir haben nicht viel davon, weil wir für einen Kill von Wraither keinen Erfahrungspunkt Was bekommen. gibt's? Ruh dich aus. Dann dürfte die Mission auch nicht so lange dauern.
glücklicherweise. Es ist echt total krass. Ja, sowas müsste eigentlich mal als Tipp irgendwie in der Mission drin stehen. Holen Sie die A's erst, wenn alle Ihre Marines in Position sind, sonst werden sie nämlich von Skelljan überrannt. Und jetzt war die Mission echt kinderleicht. So, ich merke mir jetzt mal ganz kurz die Position und dann zeige ich euch mal, wie viele Skelger da gleich ankommen, wenn wir nämlich die A's holen. Ja, wobei, ich komme schon drauf. Nee, aber ich will mir erst natürlich hier die Kiste holen. Da. Da noch eine. Und dann gehst du mal hier drauf und hier rüber. Und jetzt geht Nox noch hier rüber. Macht mal die Tür auf. Und jetzt kommen sie nämlich schon von überall an. Das ist total der Wahnsinn. Das macht nix. Und dann seht ihr, sobald man auf diesen Aas drauf ist, kriegt man echt ein Problem. Also hier sind jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skelger gekommen. Das ist einfach der absolute Kracher. So, wir haben alle Kisten aufgemacht, wenn ich das richtig sehe. Eine Menge Equipment-Punkte gefunden. Also die einzigen Kisten, die wir nicht geöffnet haben, waren jetzt die Munitionskisten. Ja, Nox geht mal hier hin. Schieß den mal nur ab. Und dann gehst du mal hier hin und machst noch hier die Tür zu. Und Red läuft hier hin. Und ja, Austin ruht sich aus. Und das war's. Wir kriegen Bestwertung, haben die Mission super schnell abgeschlossen. Echter Knaller. Naja, okay, gut. Also, es geht doch nichts darüber, so eine Mission einfach zu einmal zu spielen. Bekommen wir irgendwas an Auszeichnungen? Nein, kriegen wir nicht, aber wir haben 70 Equipment-Punkte bekommen. Das heißt, wir könnten beinahe nochmal shoppen gehen. Gucken wir mal. Batterien gesucht Nummer 2, okay. Stimmt, wir haben ja auch keine Batterien jetzt gefunden in den Kisten. Ist jetzt die Frage, ob wir für Nox jetzt noch so ein Ammo-Pack kaufen. Also neue Waffen haben wir keine gekriegt. Wir haben halt noch eine andere Rüstung, eine bessere Rüstung, die wir kaufen könnten. Kleine Medikits oder leichte Stimulanzien. Aber auf der anderen Seite denke ich, schadet es vielleicht auch gar nicht, mal 80 Equipment-Punkte zu sparen, weil vielleicht bekommen wir demnächst schon ein neues Gelände, ein neues Nachschublager. Und ich würde auch gerne noch ein oder zwei neue Marines rekrutieren. Vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie hin. Ich glaube, dann sparen wir das Geld jetzt mal. Gehen dann in der nächsten Mission zu Batterien gesucht 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.